Bei den Stolpersteinen hat die Stadt Wetzlar, das müsste sie eigentlich nicht, tut sie aber, was ich aber gut finde, sich entschieden, jeden heutigen Grundeigentümer, in dem eine solche jüdische Person gewohnt hat, die hier davon betroffen ist, und das waren ja viel mehr, als wir jetzt hier reden, ihre Zustimmung dazu geben. Und es müssten eigentlich nicht, weil die Steine liegen auf der Straße. Und mir ist nicht bekannt, dass irgendein Platz auf der Straße, der vor einem solchen Haus liegt, Grundeigentum des Hauseigentümers wäre. Weil die Straßen sind alle städtisches Eigentum. Also die Stadt könnte es einfach machen. Wollen sie aber nicht machen, weil sie viele nicht vergraulen wollen. Und es gibt eine Menge heutiger Grundeigentümer, die sagen, das wollen wir nicht. Grundeigentümer. Die sagen, das wollen wir nicht. Also eigentlich, das ist sehr schade, aber auf der anderen Seite muss man es auch verstehen. Weil, jetzt stellen Sie mal vor, Sie haben ein Haus gekauft vor 10 Jahren und haben es schön saniert und jetzt kommt dann ein Stein davor hin. Und was machen die Leute, die da vorbeigehen und gucken da drauf und sagen, guck mal an, das war mal ein altes Judenhaus. Das haben die denen bestimmt abgeknöpft. Ne? Heißt doch so, ne? Das ist doch, das, was die Juden hatten, ist ihnen doch abgenommen worden alles. Ne? Ja? Und wie viele wertvolle Güter wurden zur NS-Zeit zu Schleuderpreisen an irgendwelche Personen gegeben, die heute große Eigentümer sind. Ne? Davon gibt es noch eine Menge, auch in Wetzlar. Ne? So, also das ist das eine. Und das zweite ist, das kann man aber auch schon eher verstehen, wenngleich auch die Reaktion ich nicht verstehe, der dritten. Die Stadt sagt, wenn es noch überlebende Nachfahren gibt, müssen wir die fragen um ihre Zustimmung, dass sie das wollen. Man könnte trefflich darüber streiten, ob das so ist, ob sie die fragen müssen oder nicht. Aber das ist in Ordnung, das ist gut so. Und da gibt es einige, die sagen, nein, das wollen wir nicht. Für mich nicht nachvollziehbar, warum nicht, aber sie sagen einfach, sie weigern sich. Also, und deswegen kriegt halt diese Vorfahre eben keinen Stein. Ne? Ja? Was ein Jammer ist, finde ich.